Und heute Abend geht's die Macht des Rituals. Das ist natürlich wieder ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Ritual, Tampiti, Papeni, Tamniam, sowas in der Art. Und gibt halt Leute, die interessieren sich dafür, habe ich im Vorfeld gehört, die dem aufgeschlossen sind. Es gibt Leute, die bei denen rollen sich die Zehennägel auf, wenn sie das Wort schon hören. Oder dann natürlich der Begriff des leeren Rituals, das eine negative Wertung ist, wobei das natürlich eins dieser Worte ist, die sich selber, wenn sie auf sich selber bezogen sind, gegenstandslos machen, so wie Aberglaube zum Beispiel. Das sind immer die anderen. Also entweder wir haben sinnvolle Rituale und die anderen haben leere Rituale. Wir haben den richtigen Glauben, die anderen haben den Aberglauben. Also keiner sagt, ich glaube an Wiedergeburt, aber es ist nur ein Aberglaube, weil in dem Moment ist es natürlich schon, glauben wir es ja nicht mehr. Und bei Ritualen ist das genau dasselbe. Als wir vor gut 3 Jahren hierher gekommen sind, war das schon auch ein bisschen kontroverses Thema oder ein bisschen ein kritisches Thema, weil wir dann in einer lebendigen asiatischen buddhistischen Tradition ordiniert worden sind und sind hierher gekommen in ein Umfeld, das doch eher diesen Dingen reserviert gegenübersteht. Also wenn wir uns anschauen, was vor 100 Jahren, als die ersten Versuche stattgefunden haben, den Orden in Deutschland zu etablieren, da ging es darum, dass die Leute mit Ritual und mit kulturellen Dingen und solchen Sachen nichts zu tun haben wollten. Also ich sage immer, der Theravada-Buddhismus, das ist so ein bisschen der protestantische Buddhismus, der so ein bisschen nüchtern ist und nicht so farbenfroh, oder so war es zumindest lange Zeit. Während es gibt ja auch andere buddhistische Richtungen, wie jetzt die tibetisch-buddhistische Richtung, die Ritualen wesentlich aufgeschlossener gegenübersteht. Und was vielleicht auch der Grund ist, warum Menschen, die sich zu Ritual hingezogen fühlen, oft dann zu den tibetischen buddhistischen Kreisen gehen, weil denen dann bei uns hier einfach so ein bisschen was fürs Herz oder wie auch immer fehlt, obwohl sie vielleicht von den Lehrinhalten sich dem Theravada eher zugeneigt fühlen. Ja, ich verwende jetzt das Wort Ritual schon, ohne mal definiert zu haben, was es überhaupt ist. Mir fällt nur ein, dass ich als 1990 frisch gebackener Buddhist irgendwie das Gefühl hatte, meine neue innere Einstellung irgendwie nach außen zu zeigen. Also es war mir nicht genug, jetzt zu sagen, gut, ich bin Buddhist, war damals in Indien und habe dann natürlich auch einen langen Bart gehabt und die Haare ganz kurz und dann auch so eine Jacke von diesen, die alle damals hatten, so bunten Bordüren, aber irgendwie hat mir noch ein bisschen was gefehlt und dann hieß es, ja, die Lamas, die machen jetzt demnächst Frühjahrspuja, war glaube ich Losa, tibetisches Neujahr, und das ist Puja und ich war ganz fasziniert schon von dem Wort, aber da ist was, was äußerlich zu sehen ist, was also die, dass ich jetzt Buddhist bin, meine innere Einstellung, wie das, dass das sich äußerlich auch irgendwie zeigen lässt. Naja, und dann war die Puja und war natürlich klasse, die haben dann mit ihren Althörnern und die Oboen und die Zimbeln und die Trommeln und das Chanting und so weiter, ich war total fasziniert. Nur das ging dann 3 Tage lang, also bis zur ersten Mittagspause hat es mir dann eigentlich schon gereicht, was Ritual angeht. Also, die allgemeine oder, wie sagt man, Vorstellung der breiten Masse, also auf Pali Puttu, wie in Puttuchana, also die gewöhnliche Weisheit, das Allgemeinwissen, das Wort habe ich gesucht, findet man natürlich bei Wikipedia. Und da habe ich mir das dann gleich ausgedruckt, um mal vorzutragen, was ein Ritual überhaupt ist. Also die Definition, die dreht sich ein bisschen im Kreis. Ein Ritual heißt den Ritus betreffend. Und ein Ritus ist ein Zeremoniell von Ritualen. Also wissen wir jetzt genauso viel wie vorher. Aber dann gibt es auch ein paar sinnvollere Angaben. Also es geht nach vorgegebenen Regeln. Formell, oft feierlich festliche Handlung. Hoher Symbolgehalt, bestimmte Wortformeln, festgelegte Gesten, kann religiöser oder weltlicher Art sein. Dann die Funktionen des Rituals.
Der eine sagt, es seien geregelte Kommunikationsabläufe, widerspricht sich dann aber ein bisschen selber, weil er sagt, es gibt auch Rituale von, also persönliche Rituale, die man für sich selber macht, auch sogar autistische Rituale. Und naja, wenn man das so definiert, kann man irgendwie sagen, alles ist Kommunikation, wenn man also den Begriff Kommunikation so weit fasst. Aber es geht dann weiter. Ein Ritual macht die Bedeutung einer Handlung sichtbar, deutet über profane Alltagsbedeutung hinaus, stellt Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge symbolisch dar oder verweist auf sie. Dann die weitere Funktion ist, vermittelt Halt und Orientierung und führt krisenhafte Ereignisse in routinierte Abläufe über. Rituale erleichtern den Umgang mit der Welt. Sie haben einen einbindenden Charakter und fördern die Gruppen, den Gruppenzusammenhalt. Und Rituale sind Ausdruck der Veranlagung zur Religiosität. Rituale, die nur von Eingeweihten verstanden werden, dienen der Ausgrenzung Unwissender, was aber nur die Umkehrung von Gruppendefinition, also Zusammengehörigkeit ist. Und dann ist noch eine Auflistung von, wo es überall Rituale gibt, also in der Religion, in der Psychotherapie, in der Pädagogik, in der Politik ist hier angeführt. Interessant noch, dass eine Untersuchung festgestellt hat, dass Religionsgemeinschaften desto langlebiger sind, je stärker sie von Ritualen und festen Verhaltensregeln bestimmt sind. Kann man sogar für unseren Orden auch sagen, also unsere festgelegten Verhaltensregeln, Abläufe aus dem Vinaya, die jetzt seit 2500 Jahren nicht sich sehr verändert haben, haben dazu geführt, dass es den Orden nach 2500 Jahren noch gibt. Zumindest so viel. Ja, im Pali gibt es eigentlich kein Wort für Ritual in diesem Sinn. Es gibt eine ganze Reihe von Wörtern, die Rituale beschreiben oder die Beispiele für Rituale sind, aber die unterschiedlich gewertet werden, auch in den Suttas. Also es gibt zum Beispiel Ayachana oder Patana, was so viel wie bitten oder beten bedeutet, was vom Buddha eher kritisch beleuchtet worden ist. Da gibt es so eine Lehrrede, wo er von Brahmanen, glaube ich, eingeladen wurde, bei einem Todesfall irgendwelche Rituale durchzuführen, damit dieser verstorbene Brahmane eben in den Himmel kommt, statt zur Hölle zu fahren. Und dann hat er so ein Gleichnis gegeben, hat gesagt, wenn ich jetzt einen Stein da in diesen Teich schmeiße, kann ich durch Gebete bewirken, dass er an der Oberfläche schwimmt? Und dann haben die Leute gesagt, naja, natürlich nicht. Dann sagt er, naja, genauso jemand, der schlechtes Karma gemacht hat, den kann man durch Gebete und irgendwelche Formeln nicht auf eine gute Fährte schicken. Und wenn ich jetzt ein Stück Holz in den Teich schmeiße, muss ich irgendwas tun, damit es schwimmt? Oder kann ich durch Gebete bewirken, dass es untergeht? Da haben die gesagt, nee, natürlich nicht, es schwimmt, weil es leicht ist. Und dann sagt er, naja, genauso gut, gutes Karma führt dazu, dass es eben nach oben geht. Also, dass eben die Ursache und Wirkungszusammenhänge von Ritualen schon zu berücksichtigen sind. Ja, dann gibt's andere Wörter, wie zum Beispiel Vandana. Das ist das, was wir am Anfang machen, Verbeugung vor Buddha Dhamma Sangha, Respekterweisung, das ist auch in gewisser Weise ein Ritual. Und da ist ja für Leute, die hierher kommen und hier Puja machen wollen, besteht da keinerlei Verpflichtung. Aber für Leute, die Mönch werden wollen, gibt es durchaus die Verpflichtung. Also nach dem Vinaya sind wir verpflichtet, unter bestimmten Umständen Respekt zu erzeigen. Das eine habt ihr gerade eben gesehen. Ich habe Ajahn Chattamolo formell darum gebeten, einen Dhamma-Vortrag halten zu dürfen, weil ich eben an Ordensjahren weniger habe. Und dann muss ich den Senior-Mönch um Erlaubnis fragen. Das ist also ja eine Vorschrift, aber wie das dann stattgefunden hat mit der Verbeugung, das kann man auch sagen, ist irgendwie ein Ritual, was eben diesen Respekt zum Ausdruck bringt. Wir hatten im Frühjahr mal einen, der hat hier angefragt, ob er Anagarika werden kann. Und irgendwie, naja, klar, geht. Und dann hat er gefragt, ja, ich habe da nur noch eine kleine Frage. Wäre das ein Problem, wenn ich mich nicht verbeuge? Ich sagte, ja, wenn du hier als Gast herkommst, ist es kein Problem. Nur wenn du hier Anagarika werden willst, ist es ein Problem. Und dann haben wir uns noch gegenseitig viel Glück gewünscht. Und also es ging ganz friedlich und netten Umgangston auseinander. Aber ich war dann anschließend in Thailand
habe meinen Lehrer gefragt, Ajahn Tongdeng, Longpa, gibt es irgendeinen Upachaya, irgendeinen Ordinationsvater, der jemanden ordiniert, der sich nicht vor ihm verbeugt? Er hat gesagt, nee, gibt's nicht. Also, er war der Meinung, es sei ein leeres Ritual, ein bedeutungsloses Ritual. Und man soll nichts machen, wo man die Bedeutung nicht kennt. Das ist im Prinzip keine schlechte Einstellung, nur kann man sich natürlich dann in dem Fall darum bemühen, herauszufinden, was die Sache bedeutet. Und dann gibt es natürlich das berühmte Sila Bhatta, die dritte Daseinsfessel, was oft als Ritual übersetzt wird. Aber es wird natürlich deswegen als Ritual übersetzt, weil es als Ritual verstanden wird oder so erklärt wird. Sila Bhatta Paramaso, die Anhaftung an Regeln und Ritualen, die der Stromeintretende überwindet. Aber da komme ich später nochmal ausführlich dazu. So, wollte nur mal kurz zusammenfassen, was wir an Punkten aus der Wikipedia-Definition hatten. Also einmal, es ist als Festgelegtes. Das bezieht sich sozusagen auf den Ort, an dem das Ritual stattfindet. Aber es geht nicht nur um das Hier, sondern es weist auch auf ein Dort, auf eine andere Stelle, auf ein Hinüber. Nämlich dadurch, dass es einen Sinn darstellt und dass es eben transzendente Dinge, die nicht so greifbar sind, deutlich oder machen soll oder einem helfen soll, dass man sie versteht. Dann geht es wieder um das Hier. Das Ritual ist dazu da, dass wir Halt und Orientierung finden, Gruppenzugehörigkeit, Krisen bewältigen können. Und es geht wieder auf das Dort, weil das Ritual immer über sich selber, über das, was das Ritual eigentlich ist, hinausweist. Diese Beziehung von hier und dort gibt schon einen kleinen Hinweis, auf welchem Gebiet Rituale besonders häufig anzutreffen sind. Und zwar darum im Todesfall, wenn es darum geht, mit dem Tod von Angehörigen oder so umzugehen. Da besteht ein bestimmt ziemlich erhöhter Bedarf an Ritualen, an etwas, was uns hilft, diese Krise hier zu bewältigen, etwas hier zu tun, was auf das Ungreifbare, Unerklärbare, Unfassbare hindeutet und uns hilft, damit umzugehen. Und also diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe, festgelegt, Sinn darstellen, Halt geben, aber über sich hinausweisen, sind da besonders stark angesprochen. Und daher ist das auch die einzige Gelegenheit, der einzige Anlass, bei dem die Mönche von Kloster Muttodaya Einladungen annehmen, außer Haus zu gehen. Also wir nehmen ja keine Hauseinladungen an, weil sonst wären wir ständig unterwegs. Das ist natürlich. Der große Glück. Ja. Das ist natürlich witzig, dass heute gerade niemand da ist. Voll. Die einzige Ausnahme. Ja, aber es war ja eigentlich mehr Binderbart. Ne? Ah. Ja, es war ja, wir sind da zufällig bei dir vorbeigelaufen. Okay. Genau. Aber so mit nach Hause Einladung annehmen, das machen wir nicht. Weil sonst, also es gibt ja hunderte Einladungen, die wir dann annehmen könnten jedes Jahr. Aber eben im Todesfall, wo wirklich Hilfe von, also seelsorgerischer Beistand ganz wichtig ist, da gehen wir dann schon außer Haus. In vielen Fällen finden diese Rituale, diese Trauerfallbegleitungen hier bei uns statt, aus dem einfachen Grund, weil oft die Verwandten was dagegen haben, wenn die vielleicht, was weiß ich, christlich sind und wir tauchen da auf dem Friedhof auf und der Pfarrer fühlt sich irgendwie, dass er da plötzlich jetzt Konkurrenz bekommen hat oder irgendwas, und das wollen wir ja auch nicht. Aber ein paar Mal ist es schon vorgekommen, dass wir tatsächlich bei Einäscherungen oder Urnenbeisetzungen dabei waren. Diese Rituale sollen den Trauergästen helfen und die Trauergäste haben natürlich alle den Wunsch, dass dem Verstorbenen irgendwie geholfen wird und es soll irgendwie eine gewisse würdevolle Form haben. Also das waren so die Rahmenbedingungen, die wir uns gesetzt haben und wir haben natürlich Formen mitgebracht, die wir in Thailand kennengelernt haben. Aber ganz wichtig war uns dann immer dabei, dass wir erklärt haben, warum wir das jetzt machen, was das bedeutet. Denn die Ritualsprache ist ja auch ein Vokabular, eine Grammatik. Das muss man erstmal klar machen. Die buddhistischen Inhalte, die damit verdeutlicht werden, die
allgemein menschlichen Inhalte, die verdeutlicht werden sollen. Das muss man alles ja erstmal rüberbringen. Wann Rituale aus dem Gleichgewicht geraten oder wenn wir von leeren Ritualen sprechen oder von Ritualen, wo sich uns die Zehennägel aufrollen oder wo wir einfach dieses unangenehme Gefühl haben. Also als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, ich schreibe mir dann immer ein paar Stichpunkte auf und dann anschließend versuche ich das irgendwie einen roten Faden dazu zu finden. Die erste Reaktion ist ja natürlich immer klar, ja, die verknöcherte, verstaubte christliche Kirche hat uns das vermiest oder sowas. Aber das mag natürlich im Einzelfall vielleicht sogar zutreffend sein, aber das erklärt deswegen trotzdem noch lange nicht, warum es so ist. Und erklärt auch nicht, warum das in einem buddhistischen Kontext genauso passieren kann, wenn man bestimmte Punkte nicht berücksichtigt. Und meine Hypothese jetzt mal, die ich mal so in den Raum stelle, ist, immer dann, wenn diese Balance zwischen dem Hier und dem Dort nicht mehr gegeben ist, wenn irgendein Punkt überbetont wird, dann besteht die Gefahr, dass das ein sinnloses Ritual wird oder ein sogar schädliches Ritual unter Umständen. Bezieht sich jetzt natürlich mehr auf diesen religiösen Bereich. Ja, jetzt im konkreten Fall der Trauerarbeit. Also unsere Thailänderinnen wissen, wie es bei einer Nam Sop, bei einer Trauerfeier in Thailand oft zugeht. Da ist eine Überbetonung des Hier. Da wird gesoffen, da wird gespielt. Glücksspiel ist also irgendwie besonders beliebt bei Trauerfeiern. Und diese Besinnung auf die eigene Vergänglichkeit, auf die eigene Sterblichkeit, wird oft dadurch einfach ein bisschen beiseite geschoben. Aber nicht nur in Thailand, sondern ich habe auch bei uns in Deutschland immer so ein, es beschleicht mich ein komisches Gefühl bei diesem Akt, der sich der Leichenschmaus nennt, wo dann plötzlich ja so der Ernst oder die Dringlichkeit der Situation plötzlich aus dem Fenster raus ist, jetzt egal wie viel Alkohol da getrunken wird, ne? Wo plötzlich ja einfach was verdrängt wird, also dieses Hinüberweisende des Rituals verdrängt wird. Die Form des Rituals nimmt oft so Überhand, dass eben der Inhalt, der Sinn des Ganzen verloren oder überdeckt wird. Bung Wai, neben Wat Banana Chat war ich zweimal auf einer Leichenfeier, die sehr, sehr würdevoll abgelaufen ist, wo also nicht gesoffen wurde und wo die Leute aber in engen Beziehung mit dem Tempel stehen und da gerade eben diesen Umgang mit dem Tod auf heilsame Art und Weise gelernt haben, würde ich mal sagen, wo eben diese Exzesse nicht stattgefunden haben. Ja, aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass diese äußere Form, also jetzt egal ob spielen oder saufen, es geht ja auch dann, dass ich habe das eben einmal erlebt, wo die anfingen sich zu streiten, ob man jetzt da eine weiße Schnur oder ein gelbes Band auslegen muss oder ob man weiße Kerzen oder rote Kerzen nehmen muss, was letztendlich, ja, wenn man sich auf eine Form festgelegt hat, ist gut, aber das hat nur dann eine Bedeutung, wenn es eben auf diesen Zweck, auf dieses Hinüberdeuten da im Zusammenhang steht. Ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei einer Urnenbeisetzung in einem Friedwald im Spessart. Da war die Verstorbene war eine Thailänderin und ihr Ehemann ein Deutscher. Und bei der Trauerfeier kamen ja ungefähr 50 deutsche Trauergäste, die alle keine Buddhisten waren. Und ich glaube, 4 Thailänderinnen, die Buddhisten waren. Und all die anderen Freundinnen dieser Frau haben die Veranstaltung boykottiert, weil der Mönch ein Pharang war, also kein thailändischer Mönch. Und hinterher hat mir der Mann dann noch geschrieben, dass angezweifelt wurde, dass ein Pharang-Mönch überhaupt ein richtiger Mönch ist oder ob der sich überhaupt auskennt, wie man das richtig macht und so weiter. Wobei das dann eben wieder dieses Hier, die Form, überbetont und den Sinn vernachlässigt. Wobei man dann natürlich die Gegenfrage stellen kann, sind das überhaupt richtige Thailänderinnen, die sowas sagen, dass denen so ein Respekt fehlt.
Ich soll jetzt also keine jemanden damit verurteilen, sondern einfach nur mal als Beispiel geben, wie Dinge aus dem Lot geraten, wenn eben diese Beziehung zwischen dem Hier und dem Dort vergessen wird. In Asien, in chinesischen Kreisen, da sind diese Trauerfeiern, diese Rituale oft sehr, sehr aufwendig, vermutlich weil da verschiedene Traditionen zusammenkommen. Also einmal die Verpflichtung der Kinder ihren Eltern gegenüber, so dieses Ahnenpflege, was so ein bisschen aus dem Konfuzianismus kommt. Dann diese im Mahayana übliche, sehr üppige Ausgestaltung von Ritualen. Also wenn jemand stirbt in einer chinesischen Familie, das kann unter Umständen die ruinieren. Das kann richtig, richtig teuer werden. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum sich jetzt gebildete Chinesen in Malaysia, Singapur, Indonesien wieder dem Theravada mehr zuwenden. Oder was heißt wieder? Erstmals eigentlich. Und einer der Mönche, der da sehr viel gute Arbeit geleistet hat, war ein singalesischer Mönch namens Dhammananda, Dr. K. Sri Dhammananda. Da haben wir ein Buch von dem in unserer Bibliothek, da habe ich mal reingeschaut. Da war ein Drittel von dem Buch gegenüber Rituale im Trauerfall. Und dass man eben das wirklich ein bisschen einfacher gestalten sollte. Ne? Und dass man keine Wertgegenstände, also bei denen so üblich, dass man Wertgegenstände verbrennt und so irgendwie die Vorstellung, dass das dann denen als Wegzehrung oder was auch immer im Jenseits zugutekommt. Fragen beantwortet der, ob man Sachen von Toten benutzen darf, ob man, wo die Asche aufbewahrt werden soll, zu Hause oder in den Fluss streuen, ob sie im Kloster aufbewahrt werden soll, damit der Tote dann sicher vom Kammer ist und so weiter. Und das ist natürlich alles nicht der Fall. Und dann die Verdienste, die man den Toten widmet, ob das nach 7 Tagen und nach 49 Tagen und nach 100 Tagen stattfindet oder nach 7 Tagen und 3 Monaten und 1 Jahr und solche Sachen. Das ist alles, wo dieses Hier zu wichtig wird, ne? Weil es spielt im Prinzip keine Rolle. Es kommt darauf an, was man damit ausdrücken will. Aber es gibt es natürlich in anderen Religionen auch. Wir haben den Totensonntag, wir haben Allerheiligen, wo ein Ritual praktisch stattfindet, um den Toten was Gutes zukommen zu lassen, den Verstorbenen zu gedenken und so weiter. Ja, ein Grund, warum ein Ritual gegenstandslos und aus dem Lot geraten kann, ist, wenn das hier nicht stimmt. Wenn das auf falschen Vorstellungen beruht. Zum Beispiel eben dieses, dass man dem Toten Geld mitgeben kann. Also da jetzt im Spessart haben auch die Thailänderin auch Geld ins Loch geschmissen. Also das hätte man auch irgendwie vielleicht sinnvoller anwenden können. Es gibt auch Fälle, wo durchaus unethisches Verhalten mit in religiöse Rituale einfließt. Zum Beispiel Hühnerschlachten, wenn man irgendwelche besonderen Segnungen damit bewirken will. Also findet tatsächlich statt. Ich will über jetzt, was hier bei uns stattgefunden hat über die Jahrhunderte, da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen, weil wir ja hier ein buddhistisches Kloster sind und ich will also ein bisschen daraufhin abheben. Wenn man den Sinn nicht versteht eines Rituals, aber es gemeinsam in einer Gruppe tut, dann hat es zumindest den einen Sinn noch, dass es die Gruppenzugehörigkeit stärkt. Und es ist ja auch eine gute Sache, wenn es eine gute Gruppe ist. Wenn wir uns treffen, um gemeinsam zu meditieren, dann ist das ja was Heilsames. Und wenn man zu dieser Gruppe gehören will, auch wenn man nicht genau weiß, was das Ritual bedeutet, aber man zeigt seine Zugehörigkeit zu der Gruppe, indem man einfach mitmacht. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass sich Leute einfach, die kamen das erste Mal, hatten überhaupt kein Problem dabei, sich vor der Buddha-Statue zu verbeugen. Das ist natürlich dann schon eine gewisse Offenheit, die selbst bei vielen langjährigen Buddhisten nicht von Anfang an hier selbstverständlich war. Aber es kann natürlich sein, dass Leute genau aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit die Rituale allgemein nicht mehr mögen, weil sie die Gruppe nicht mögen. Also wenn zum Beispiel sie als Kinder gequält worden sind, zum Kirchgang gezwungen und hatten da keine Lust drauf, dann haben sie natürlich auch die dazugehörigen Gruppenrituale dann nicht mehr gemocht, ganz klar. Und Identität, zu einer Gruppe zu gehören, indem wir uns gegenüber anderen abgrenzen, was vorhin auch schon mal in der Definition angesprochen wurde,
ist auch eine Sache, die sehr bedenklich ist. Und davor sind auch buddhistische Gruppen nicht gefeit. Also ich war mal bei einem Vortrag bei einem buddhistischen Lehrer einer anderen Tradition. Also da ging es praktisch den ganzen Vortrag nur darum, wie cool seine Gruppe ist und wie blöd alle anderen Buddhisten sind. Und insbesondere auf die Hinayanas, also die Theravadas hat das abgesehen gehabt. Und dann Mönche, das sind irgendwie so verstaubte, verklemmte Alleinschläfer, werden als Alleinschläfer bezeichnet. Und ich habe damals in unserer Meditationsgruppe gab es zwei Leute, die mal eine Zeit lang in diesem Lehrer immer nachgereist sind, wenn der Vorträge gegeben hat in Europa und dann aber irgendwie genug Weisheit hatten, das Spielchen zu durchschauen und vor allem auch gemerkt haben, immer dann, wenn sie dort waren und dazugehört haben zu der Gruppe und dieses unheimlich starke Gruppengefühl erleben durften, ging es ihnen gut. Und dann war der Vortrag vorbei und die sind nach Hause gefahren und sind dann in ein tiefes schwarzes Loch gestürzt. Und klar, je stärker dieser Kick ist, desto schlimmer ist dann auch der Entzug. Also diese Form von Gruppenritual, Gruppenzugehörigkeitsritual ist natürlich auch bedenklich. Eine Überbetonung von Ritual statt dem echten Ding könnte natürlich auch ein Grund sein, warum Rituale aus dem Gleichgewicht geraten oder als leer empfunden werden. Oder ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen tibetischen Geshe eingeladen hatte das Wochenende zu mir nach Hause und haben uns unterhalten und was er so macht den ganzen Tag. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Stunden er meditiert so am Tag. Und sagt er, er meditiert eigentlich gar nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, er hat keine Zeit. Ja, warum denn nicht? Er hat so viele Rituale, die er jeden Tag machen muss. So die verschiedenen Praktiken da, was die halt so machen. Ja, ein kleiner Überbetonung des Hier ist vielleicht auch, wenn das Ritual zu viel Zubehörerfolg erfordert. Also ich habe persönlich an Ritualgerät, ich habe eine Mala, aber ich war ja vorher auch mal mehr im tibetischen Buddhismus unterwegs, da kann man sich auch noch einen Vajra, das ist so ein Donnerkeil aus Messing besorgen und eine Glocke dazu und dann noch so Trommeln und verschiedene andere Ritualinstrumente. Und was gibt's noch? Ja, ein Dolch mit drei Zacken, der das Abschneiden der drei Wurzelgifte bedeutet und dann tantrische Gottheiten als Statuen und eine Schädelschale, wo man dann das Aufgeben des Körpers und Opfern des Körpers kontemplieren kann und Mandala weggeben oder opfern oder so ähnlich ist eine Praxis, die ich eigentlich ganz, ganz interessant fand. Also da kann man stellt sich vor, man hat besitzt das ganze Universum und man gibt es einfach weg. Und da gibt es so Ritualgeräte dazu, die bestehen aus einer Grundplatte und dann kommt ein Ring drauf und dann häuft man da irgendwie so Steine rein oder Münzen oder Reis und verschiedene Sachen. Dann kommt die nächste Ebene drauf und so weiter. Man baut es dann auf und man hat da so ein Tuch im Schoß und wenn man fertig ist und alle rituellen Formeln gesprochen hat, dann schüttet man das einfach um. Also zerstört es praktisch. Und das fand ich schon irgendwie interessant, aber das Zubehör ist schon, ja, schon schwer und aufwendig. Und ich habe dann aber mal jemanden getroffen, glaube in Indien war das. Diese Person hatte einen Reisemandala dabei, das war ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Und gesagt, ja, ich habe zwei. Zu Hause habe ich ein großes, aber das ist jetzt nur das Kleine. Da kann ich sagen, da kann man dann so richtig schön mit spielen auch so ein bisschen. Ja, das reinhäufen und dann den nächsten Ring drauf und so weiter. Ich gesagt, ja, du hast zwei. Ja, weil ich will ja auch auf Reisen praktizieren, alles loszulassen, alles wegzugeben. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, schenkst mir das. Du hast doch zwei. Nein, das geht nicht, ich brauche das, um jeden Tag das Loslassen zu üben. Also dieser Dialog war jetzt 10% fiktiv, aber 90% hat er tatsächlich so stattgefunden. Also wenn das echte Loslassen möglich ist, dann ist es natürlich auch irgendwie sinnlos, wenn man dann ein Ritual dafür einführt, was dann zu sehr auf das Jenseits deutet, statt auf das Hier. Ja, dann gibt's
die sogenannten leeren Rituale, wo wir den Sinn einfach nicht verstehen oder wo es keinen Sinn mehr gibt oder wo wir den Sinn einfach nicht wissen. Zum Beispiel bei den Chinesen ist es ein Ritual, dass man, oder ein Tabu, ist ein umgekehrtes Ritual, dass man sich im Dunkeln die Fingernägel nicht schneiden darf, was natürlich auch im ganz praktischen Sinn hat, dann schneidet man sich nicht, wenn es dunkel ist. Aber es gibt auch manchmal Dinge, die wir einfach noch nicht verstehen. Und gerade wir Westler, wir müssen uns dann immer ein bisschen an der Nase fassen, dass wir nicht mit unserer Schlauheit und Besserwisserei uns überlegen fühlen und sagen, das ist alles Quatsch, das brauchen wir nicht. Gibt es eine nette Geschichte, wo ein westlicher Mönch seinen Lehrer gefragt hat, das war Ajahn Chah, ja, bevor wir essen, das, was wir da immer rezitieren, dieses Ritual, was hat denn das überhaupt für eine Bedeutung? Da hat Ajahn Chah gesagt, das bedeutet Danke. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Da war er natürlich vermutlich schon ein bisschen beschämt. Anumodana bedeutet Danke. Haipaun. Ja, das ist unsere Art, Danke zu sagen. Ein Beispiel fällt mir ein, wo der Sinn verloren gegangen ist, aber die dazugehörige Handlung weiterhin beibehalten wird und dadurch irgendwie zum Ritual geworden ist. Und zwar in vielen Klöstern der Waldtradition ist es üblich, dass man vor der Almosenrunde die Schale nicht mehr in dem Schalenständer stehen lässt, sondern auf dem Boden legt. Und irgendwie, ich habe also da, wo ich Mönch geworden bin, ist das nicht üblich, deswegen habe ich das auch relativ spät erst mitgekriegt. Aber ich wusste immer nicht, warum. Und dann später wurde es mir klar, aber viele, die dieses so machen, wissen nicht mehr, warum. Und zwar aus dem einen Grund, weil früher die Waldklöster ganz einfach gebaut waren. Da waren die Böden aus gespaltenem Bambus, aus Farg. Und wenn man auf Farg läuft, das ist wie ein Trampolin, da springt die Schale, wenn da noch nichts drin ist, springt aus dem Schalenfuß raus und fällt auch zu Boden. Deswegen hat man sie gleich hingelegt. Ich habe jetzt in der Autobiografie von Lhunpo La auch gelesen, dass bei ihm, bei Ajahn Man, war es sogar üblich, dass man vor dem Essen, wo noch alle rumgelaufen sind, sogar die Spittoons, die waren, also die Spucknäpfe waren aus Bambus, also die waren nicht so flach, sondern eher hoch, die mussten hingelegt werden, damit die nicht umfallen. Aber heutzutage gibt es keine Klöster mehr oder noch ganz wenige, wo der Boden aus Farg ist. Die haben alle Holzboden jetzt, also da ist das eigentlich nicht mehr notwendig, das so zu machen, aber trotzdem wird es noch als Ritual gemacht, wo der Sinn nicht mehr da ist. Aber da ist zumindest der Sinn noch da, dass sie es machen aus Respekt der Tradition gegenüber. Es tut ja auch niemandem weh, ist ja auch nicht unheilsam. Ich glaube, im Zen gibt es auch irgendwie so eine Geschichte, aber die fällt mir jetzt nicht mehr ein, wo die irgendwie was gemacht haben, wo der Grund dann nicht mehr da war, nur weil es der Meister mal so gemacht hat. Naja, weiß es jetzt nicht mehr. Ja, wenn ein schlechter, unheilsamer Sinn hinter dem Ritual steht, ist es natürlich auch bedenklich für jemanden, die einen Heilsweg gehen wollen. Also zum Beispiel Aufmärsche zu Hitlers Geburtstag oder sowas, das wäre ein Ritual, was sicherlich keinen heilsamen Zweck hat. Oder schwarze Magie oder solche Dinge. Ja, wie ist das mit den Amuletten? Das ist ja eine große Sache in Thailand mit Amuletten. Und also der Dhammananda, den ich schon erwähnt habe, der hat mir ganz aus der Seele gesprochen, als er gesagt hat, ein Amulett, ein buddhistisches Amulett, ein Buddha-Anhänger oder ein Somdet oder ein Bild von einem Mönch oder irgendwas, ist dann eine gute Sache, wenn es uns daran erinnert, auf dem Weg zu bleiben. Dass wir sagen, okay, das ist mein Abzeichen, dass ich, so wie es der Heinz-Peter umhängen hat, ja, irgendwie, das erinnert mich daran, den Weg des Buddha weiterzugehen. Ethik, Großzügigkeit, Herzenstraining zu praktizieren, solche Dinge. Wenn ich natürlich glaube, dass dieses Amulett mich schützt, auch wenn ich irgendwie Dummheiten mache, dann ist auch vielleicht wieder das Hinüberzeigen überbetont. In der Waldtradition gibt es auch Amulette, aber nicht so viel. Und das wird immer ein bisschen kritisch betrachtet. Und viele Meister haben sich geweigert, solange sie gelebt haben, da irgendwie was mit zu tun haben zu wollen. Wir haben ja zu unserer Sima-Feier dieses Erinnerungsstück rausgebracht und ich habe dann bei meinem letzten Aufenthalt in Thailand an meine Mitmönche dort
jedem so ein Ding in die Hand gedrückt und die haben es ja auch gerne genommen, aber ein paar spöttische Bemerkungen wurden mir nicht erspart, so drei Jahre seid ihr hier im Kloster und macht schon Amulette oder so. Er ist Metikult, ist noch nicht mal ein Teran, noch nicht mal ein Ajan und bringt schon Amulette mit. Und zwar, das war natürlich nur Spaß. Aber zeigt schon ein bisschen, dass das Ganze etwas ja, mit Vorsicht zu genießen ist. Also vor nicht allzu langer Zeit gab es ja diese Modewelle, Modeerscheinung in Thailand mit Chatukam. Ja? Habt ihr einen? Ja. Nein. Okay. Ich glaube, es kommt mehr als einen. Jeder hat mitgebracht und geschenkt. Ja. Also das war großes Business in Thailand, weil in Thailand dürfen die keine Steuern erheben auf Dinge, die mit Buddha Dhammasangha zu tun haben. Aber Chatukam, keiner weiß genau, was das ist. Es ist irgendwie eine Gottheit. Also keiner weiß genau, wo der nun herkommt. Also da gab es dann Anhänger in allen Größen und Statuen und alle Preisklassen. Und das war dann ein Riesenbusiness, was vom Staat auch noch natürlich gefördert wurde. Also es ist unglaublich, was da abgegangen ist in dem Jahr in Thailand. Es gab ganzseitige, farbige Anzeigen in den Tageszeitungen über Wochen und Monate. Und nicht nur eine Seite, sondern mehrere Seiten. Weil jedes Kloster, das da sich eine Scheibe vom Kuchen abschneiden wollte, dann halt inseriert hat. Also unser Chatukam wird dann und dann geweiht und so. Und da war niemand davon ausgenommen. Also das fand in Ajahn Chah Zweigstellen statt. Das fand in Dhammayut Klöstern statt. Also mir ist es ganz peinlich, aber dein Chiang Mai oben, also auch in einem der Klöster, wo Ajahn Mann gewohnt hat, haben sie eine große Chatukam-Party gehabt in dem Jahr. Also, naja. Ich habe auch nicht verstanden, ich weiß nur, der hat gesagt, Blinkrück. Ja, so ein Amulett halt. Aber das ist so hoch gepusht worden, also jeder hat so ein Chatukam. Weil ich jetzt gerade schon, was die Mönche, Rituale und so weiter angeht, da ist natürlich in der Mönchsethik im Vinaya sind viele Dinge, die so rituell, spirituell irgendwie in dem Kontext zu nennen wären, sind uns Mönchen nicht erlaubt. Zum Beispiel Handlinien lesen, irgendwelche andere Omen deuten, Sterne deuten, Träume deuten. Dürfen wir auch nicht, weil wir oft gefragt werden, ja, Ajahn, ich habe dies und jenes geträumt, was bedeutet denn das? Ja. Ein weißes Pferd habe ich von einem weißen Pferd geträumt. Ja, das bedeutet, du hast von einem weißen Pferd geträumt. Ja, was hast du? Ja, also wie gesagt, wir dürfen da gar nichts dazu sagen. Das Spuckritual ist auch verboten. Das ist allerdings in Thailand auch gar nicht so populär, aber ich habe es mal in Kaschmir gesehen, bei Moslems. Also da war ein Pir, ein heiliger Mann von den Moslems, der hat dieses Spuckritual gemacht bei einem Kranken. Hat er richtig irgendwie, ich glaube, so ein weißes Pulver im Mund gehabt und dem aufs Auge gespuckt, weil es entzündet war. Also, war ganz seltsam. Wünschelruten gehen ist uns nicht erlaubt. Das ist auch ein Ritual. Ne? Das ist eine Antenne, die hinüber zeigt. Eine Wünschelrute ist etwas, was hier einen Empfänger darstellt für etwas, was nicht greifbar ist. Und jetzt, wie ich das gelesen habe, war ich ganz schuldbewusst, weil ich vor drei Jahren in Neuseeland mal Routen gegangen bin in einem Haus, wo es angeblich gespukt hat oder irgendwas. Und hat auch keiner drin gewohnt. Da habe ich dann die Nacht da drin verbracht und konnte also nichts feststellen, was irgendwie jetzt. Und bin dann aber mit der Route mal durchgegangen, weil ich das als Kind gelernt habe, Routen gehen. Und habe dann festgestellt, dass dann eine Kupferleitung unter einem Bett durchging quer und dann musste man nur das Bett drehen um 90 Grad und dann war dieser negative Einfluss von diesem Feld, was das Kupferrohr ausgestrahlt hat, war dann weg. Aber hätte ich eigentlich nicht gedurft. Tja. Exorzismus, Geister austreiben, da muss ich immer wieder darauf hinweisen, wenn also Mönche, die nach dem Vinaya praktizieren, hingerufen werden zu Stellen, wo es spukt und die befrieden, dass das kein Austreiben von Geistern ist, sondern dass man denen einfach hilft, irgendwelchen Wesen, die an einem bestimmten Ort nach ihrem Tod hängen geblieben sind, weiterzugehen, entsprechend ihrem Karma. Lompo Tongdeng, der war mal in, ich glaube in Indonesien oder irgendwo, in Singapur eingeladen. Da war eine Baustelle und da haben die gesagt, da kann man nicht weitermachen, da spukt's. Und dann war er da eingeladen, ist dann da rumgelaufen.
Man hat an einer bestimmten Stelle gesagt, was war denn hier los? Hier war doch irgendwas. Dann haben sie gesagt, ja, hier ist ein Arbeiter gestorben in einem Unfall. Das war ein indonesischer Moslem. Und dann hat er dem Metta geschickt und Verdienste gewidmet. Und dann war das Phänomen, wurde ihm dann später berichtet, war das dann vorbei. Dann hat er erzählt immer, ja, sogar die muslimischen Geister, die reagieren darauf, auf Verdienste und Metta und so weiter. Also das ist erlaubt. Ja, Glückstage, Wahrsagen, Lottozahlen. Lottozahlen, das ist ja auch ein großes Ritual in Thailand. Die Mönche werden oft gefragt, ob ich irgendwelche Zahlen geträumt hätte oder so weiter. Und Lompa Tongdeng hat mich also dringend gewarnt, selbst wenn du irgendwelche Zahlen siehst in deiner Meditation, behalte sie für dich. Wenn du die irgendjemand sagst und die kauft, also in Thailand kauft man die Lose dann mit der Endnummer, da ist nicht zum Zahlen ankreuzen, sondern werden Lose gekauft mit der entsprechenden Endnummer. Wenn die Zahl stimmt, hast du keine Ruhe mehr, dann rennen sie dir die Bude ein, die Kutti ein. Wenn die Zahl nicht stimmt, brennen sie dir die Kutti nieder. Astrologie, Astronomie, außer Berechnung von Uposatha-Tag ist uns nicht erlaubt. Bauplätze einweihen, sind alles kleinere Verstöße, Dukkatas, also geringere Regelverstöße. Auf ein weißes Tuch treten, da kennen einige von euch vielleicht die Lehrrede, ich glaube der Prinz Bodhi war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wo der Buddha eingeladen war, zur Einweihung eines Hauses auf ein Tuch zu treten. Und das war dann erstmal nicht erlaubt und dann später wurde die Regel aber modifiziert. Also es kommt auf den Kontext an. Also als Segnung sozusagen ist es erlaubt, aber als Omen ist es nicht erlaubt. Als irgendwie als Wahrsagerei oder sowas in der Art ist es nicht erlaubt. Ja, ein Ritual war ich einmal dabei bei einer Hauseinweihung in Thailand. Normalerweise mischt man nicht Waldmönche und Stadtmönche miteinander, aber das war jemand, der hat uns regelmäßig was in die Almosenschale getan, hatte wohl auch Vertrauen zu den Waldmönchen, dass die irgendwie ein Feld des Verdienstes sind, hat uns eingeladen. Lumpa war nicht dabei, aber er hat auch ein paar Ritualspezialisten, Stadtmönche eingeladen und das Chanting war also chaotisch, weil wir noch nie zusammen gechantet haben, unterschiedliche Stilrichtungen. Es war also, es war chaotisch. Aber dann wurde der Obermönch, der Ritualspezialist, eingeladen. Wir waren alle eingeladen, aber wir sind nicht gegangen, in den Nebenraum zum Labdip-Essen. Und ich weiß gar nicht, ob es noch vormittags war. Also wenn es nachmittags war, ist sowieso verkehrt, noch was zu essen. Aber Labdip ist rohes Fleisch. Das wird vom frisch geschlachteten Tier klein gehackt, wie Tatar, aber mit Blut vermischt. Und als Laie habe ich das, also das gebe ich jetzt hiermit zu, das ist eigentlich ganz lecker, aber als Mönche dürfen wir kein rohes Fleisch essen. Aber es ist natürlich ein besonders mächtiger Zauber. Jedenfalls der Mönch, der kam zurück, ich habe mir gedacht, verscheucht er jetzt Geister oder sieht er selber aus wie ein Zombie? Also der hat halt dieses Labdip gegessen und hat dann das so durch die Mundwinkel gequetscht, dass ihm so das Blut runterlief aus den Mundwinkeln. Das war irgendwie so ein Ritual, was dann die Geister verscheuchen sollte. Also das ist auch nicht erlaubt, sowas. Ja, weitere Rituale, die Gruppenzugehörigkeit fördern, sind Höflichkeitsfloskeln zum Beispiel. Also vielleicht sind manche Leute, die hierher kommen, der Meinung, die Mönche von Muttodaya sind richtige Stoffel. Also es geht auch zurück auf eine Geschichte aus dem Vinaya auch, wo der Buddha hat Schnupfen gehabt, hat geniest und haben alle gesagt, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Und er hat aber gerade einen Dhamma-Vortrag gegeben. Und dann hat er gesagt, mögest du leben, aber das ist praktisch wie unsere Gesundheit. Er hat gefragt, ja und, würden wir gesund davon, wenn einer Gesundheit wünscht? Und dann haben die gesagt, naja, eigentlich nicht, also es ist halt nur so ein Ritual. Und er hat also verboten, dass die Mönche Gesundheit sagen, wenn einer niest. Und dann haben die Laien aber irgendwie genossen und die Mönche haben nicht Gesundheit gesagt. Nee, Moment, die Laien haben Gesundheit gesagt, wenn ein Mönch geniest hat und die Mönche haben dann nicht darauf geantwortet. Und dann hat der Buddha erlaubt, dass sie Danke sagen. Also wenn wir uns, Ajahn Chatrula und ich, und wir uns früh sehen, wir sagen nie Guten Morgen zueinander. Nee. Wird der Morgen gut? Es kommt darauf an, ob man
Worte, nette Worte zueinander sagt, aber dieses guten Morgen, ja, ist halt ein Ritual. Es hat eine Bedeutung. Ja? Man will irgendwie Harmonie schaffen, aber die innere Einstellung ist oft ein bisschen abgeschliffen. Also ich kann mich erinnern, als ich in Amerika war das erste Mal, ich war total, das hat mich richtig irritiert. Jeder hat gefragt, how are you? Wie geht's? Aber die wollten das gar nicht wissen. Wie geht's? Schlecht. Ah, das ist die Hauptsache. So in der, also ein leeres Ritual geworden. Ja, oder der letzten Punkt, den ich hier habe, wenn ein Ritual leer und gegenstandslos wird, ist, wenn es nur noch auf sich selbst deutet, aber als Ersatz für die echte Handlung. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, war ich in einem anderen westlichen Kloster. Da war es so üblich, dass Dinge, die aufgegeben werden mussten, also wir dürfen ja bestimmte Sachen bis zum nächsten Morgen aufbewahren, zum Beispiel frisch gepressten Saft oder manche Dinge wie Zucker, schwarze Schokolade dürfen wir 7 Tage aufheben, aber dann müssen die weggegeben werden. Und da war es so üblich, die wurden dann vor die Tür gestellt von dem Sangha-Raum und dann kam der Anagarika am nächsten Morgen und hat es einem Mönch wieder in die Hand gedrückt. Und dann sagte er, so leicht suffisanten Ton, so, dann gehen wir wieder durch das Ritual, das tägliche Ritual. Und das hat mir einen richtigen Stich gegeben. Da haben wir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Warum sagt er ein Ritual? Es ist ja ein Reoferieren. Aber es war natürlich deswegen ein Ritual, weil irgendetwas nicht mehr daran echt war. Und was war nicht daran echt? Ja, es kann nur etwas offeriert werden, was auch wirklich weggegeben ist. Aber in dem Moment, wo ich dem befehle oder ich weiß genau, ich kriege das wieder zurück, dann ist es nicht mehr die echte Handlung. Dann wird es zu einer Handlung, die so tut, als ob die auf etwas deutet, aber die nicht mehr das Echte ist, was in dem Fall angebracht wäre. Und deswegen haben wir hier im Kloster eine andere Regelung getroffen, damit das eben kein Ritual ist. Vielleicht diejenigen, die schon mal hier waren, in der Küche, da stehen Coffee Mates und Schokolade, wo drauf steht Sonntag bis, also irgendwie ein Tag drauf vermerkt ist. Das sind Dinge, die bei uns mal waren und die weggegeben sind. Und ein Glas, wo irgendwie sowas draufsteht, wo ein Tag draufsteht, nehmen wir auch nicht wieder zurück. Also eine Handlung, die zum Ritual wird. Die mal eine echte Handlung war, die dann zum Ritual wird. So, aber jetzt kommt die positive Seite. Ich habe das also hier die negativen Punkte mit roten Pfeilen markiert und die positiven mit blauen Pfeilen. Jetzt kommen die blauen Pfeile. Ja, Rituale haben Macht, wenn sie echt sind. Das heißt, wenn das, was da getan wird, auch mit der inneren Einstellung übereinstimmt. Wir haben zum Beispiel Gruppenrituale wie um Vergebung bitten, einen Lehrer um Unterweisung bitten oder das sogenannte Schüler um das Lehrer-Schüler-Verhältnis bitten, Nisaya nennt sich das. Oder was ich vorhin gemacht habe, um Erlaubnis bitten, einen Vortrag zu halten. Das sind Dinge, die unglaublich für einen Gruppenzusammenhalt, für Harmonie sorgen, auf eine ganz heilsame Art und Weise. Es gibt Rituale wie zum Beispiel, die wir versuchen wieder zurückzuführen, mehr zum Echten, zum Inhalt. Wie zum Beispiel demnächst haben wir ja Papa, Ende der Panzer ist ja 22. Oktober. Papa bedeutet eigentlich Waldstoff, dass die Mönche sich weggeworfenen Stoff gesucht haben, um ihre Roben draus zu machen. Und später haben dann die Laien den Stoff gespendet. Und die Mönche, die aber weiterhin weggeworfenen Stoff verwenden wollten, ja, denen haben sie es halt vor die Kutti geworfen. Und zur Zeit von Ajahnam war das tatsächlich noch so der Fall. Inzwischen ist Papa in Thailand ein oranges Stück Polyesterstoff, mit dem man nichts anfangen kann, in Plastik eingeschweißt, was dann überreicht wird. Also nur rein symbolisch. Oder noch schlimmer, ein Bäumchen mit Geldscheinen dran. Ich habe auch erst über Papa hier richtig erfahren, aha, was ist Papa. Ja, aber das ist noch gar nicht so lange her, dass das in Thailand, also zumindest in der Waldtradition, auch richtig Papa war. Und wir haben das also, bemühen uns, das halt wieder
mehr mit Inhalt zu füllen. Ist natürlich auch ein Ritual, weil es ist ja nicht echt weggeworfener Stoff, sondern das ist irgendwie gespendet. Also es ist ein Ritual, aber es ist jetzt nicht irgendwie so total weit weg von der ursprünglichen Sache, von der Realität. Ja, dass der Sinn erkennbar wird. Also ich habe schon mal gesagt, der Sinn ist nicht mehr klar, der ist nicht mehr, keiner weiß mehr, warum das so gemacht wird. Und das ist zumindest, was die Rituale im religiösen Umfeld hier, was hier stattfindet in dieser Halle, eigentlich unsere Aufgabe, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, da für Klarheit zu sorgen, also zu und auch die Leute aufzufordern, wenn ihr nicht wisst, warum das so gemacht wird, dann könnt ihr uns gerne fragen. Der ehrwürdige Dhammananda, den ich schon zweimal erwähnt habe, der hat in seinem Buch geschrieben, ein heilsames Ritual, gut angewendet, kann Vertrauen hervorbringen und verhindern, dass die Praxis kalt und akademisch wird. Und weil es gerade heißt akademisch, ist mir eingefallen, dass Lampo Tongdeng einer seiner Unterstützer ist, Professor an der Universität in Chiang Mai, in der Mordschau. Und der kam, also in der Zeit, wo ich dort war, wirklich einmal im Monat. Und was wollte er? Er wollte eine Flasche mit Weihwasser haben. Ein Wissenschaftler von einem Mönch, der 4 Jahre in die Schule gegangen ist, wollte eine Flasche Weihwasser haben. Er wusste, er hat viel Metta und hat Vertrauen gehabt. Und ja, so nach und nach wurden dann immer die Gespräche, die zu dem Weihwasser dazu kamen, immer länger. Und am Schluss hat er dann immer mehr Dhamma gehört. Also wo aus dem Ritual des Weihwassers dann tatsächlich auch was Gutes draus geworden ist. Ja, es kann natürlich ein Ritual kann natürlich auch sein, dass es nicht unethisch ist, sondern im Gegenteil, dass es heilsame Qualitäten fördert. Gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Dingen, die wir täglich tun, wie zum Beispiel Essen. Also als Kind habe ich immer mit meinen Eltern ein Tischgebet gesprochen, was eigentlich eine ganz gute Kontemplation war. Wir haben auch hier unsere Essenskontemplation. Wir setzen uns also nicht einfach hin zum Essen und fangen sofort zu essen an, sondern kontemplieren erst das Essen. Oder auch die Art und Weise, wie wir essen. Also der Idealzustand in der Waldtradition ist, völlig geräuschlos zu essen. Also gut trainierte Mönche, da hörst du keinen Laut, kein Klappern, kein Schaben, kein Schmatzen und Schlürfen sowieso nicht. Im Zen wird ja auch beim Essen das ritualisiert, wobei eben das, worauf das hindeutet, also das ist hinüber, das dort, ist nicht etwas, was anders ist als das Essen, sondern es deutet auf Achtsamkeit zum Beispiel hin. Oder ich war mal bei einer Teezeremonie dabei im Zen, wo bestimmte, da geht es natürlich darum, den Tee zu trinken, aber auch bestimmte symbolische Dinge werden da angesprochen, die Verbundenheit mit den 4 Elementen, dass der Körper aus den Elementen besteht und solche Sachen. Also da ist praktisch Bestandteil dieses Rituals, das sind lauter Überschriften sozusagen, Kontemplationsüberschriften. Harmonie, Rücksicht auf andere. Es gibt bestimmte Rituale, die vielleicht einen ganz anderen Hintergrund haben, aber wenn wir uns trotzdem dran halten, dann zeigen wir Respekt für andere. Zum Beispiel im Vinaya oder so weiter. Es steht nirgendwo, dass man mit den Füßen nicht auf den Buddha zeigen darf. Aber es ist in Thailand ist es üblich, dass man mit den Füßen nicht auf andere Leute, schon gar nicht auf Mönche und schon gar nicht auf den Buddha zeigt. Und das haben wir hier auch. Wenn Leute also so da sitzen, ne, dann sagen wir hier, wenn du die Füße ausstrecken musst, bitte irgendwie zur Seite, ist okay. Einfach aus dem Grund, die Harmonie zu wahren. Weil Leute, die das schon verinnerlicht haben, dass das vielleicht unhöflich sein könnte, die bringt es vielleicht durcheinander. Die beschäftigen sich dann mit Abneigung, Gedanken der Abneigung, die gar nicht notwendig wären. Wenn man einfach durch eine, so eine einfache Geste die Gruppenzugehörigkeit oder die Harmonie zum Ausdruck bringt. Ein Ritual ist natürlich dann sinnvoll, wenn diese 4 Punkte, also das hier, dieses feste Regelwerk nicht überbetont, aber nicht unterbetont wird, sondern das nicht beliebig wird, wenn ein Sinn dahinter steckt,
wenn es uns hilft, Krisen zu bewältigen. Und was war das? Ja, über sich selbst hinausweist, also wenn wir es nicht als reinen Selbstzweck durchführen. Also wenn diese vier Punkte im Gleichgewicht sind, dann ist ein Ritual durchaus sinnvoll. Und da kann man auch, gerade wenn Inhalte neu sind, Buddhismus ist ja was Neues bei uns, oder zumindest das Klosterleben, Sangha-Leben ist ja was Neues, wenn das eingeführt wird, dass dann eben auch neue Formen gefunden werden. Ich sage jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern zum Beispiel die neue Form des Spaliersitzens, weil bei uns ist es ja üblich unter Mönchen, dass wir uns nach dem Verbeugen vor Buddha Dhamma Sangha vor dem Seniormönch verbeugen, und wenn gesagt, das verlangen wir nicht von den Laien, wer mitmachen will, kann da gerne mitmachen, aber irgendwie das Bedürfnis, den Respekt auch zu zeigen, wie der Juniormönch, der sich jetzt vor dem Seniormönch verbeugt, hat sich ja auch gezeigt in dem Spaliersitzen, was dann hier eben entstanden ist. Ich habe natürlich volles Verständnis, weil die Menschen arbeiten oft am Computer, sitzen viel im Auto, da ist der Rücken dann doch ein bisschen steif. Kleine Stichelei am Rande. Als meiner Anfangsphase, als ich noch Mandalas geopfert habe, habe ich mir mein eigenes Mandala gebastelt. Nicht so eins, wo man den ganzen Sack voll mitschleppen muss, sondern wirklich ein ganz handliches Reisemandala. Das war nur eine Scheibe mit eingravierten Symbolen, und dann hatte ich 5 farbige Steinchen, die ich dann da drauf gelegt habe. War meine eigene Erfindung damals. Unsere Pangsukula-Zeremonie, die wir hier machen im Todesfall, da haben wir eben auch richtigen groben Stoff, der wie ein Leichentuch ist. Es ist kein echtes benutztes Leichentuch natürlich, es ist ein Ritualgegenstand, aber doch ein bisschen näher an dem, was es ursprünglich mal war, als diese orangen Polyester in Plastik eingeschweißt. Ja, natürlich, es geht darum, eine innere Einstellung, das ist das Wichtigste. Wir hatten mal einen hier, der immer gesagt hat, ja, das Wichtigste ist doch die innere Einstellung, und was man dann äußerlich macht, ist doch nicht so wichtig. Aber was ist denn das für eine innere Einstellung des Respekts zu Buddha Dhamma Sangha, wenn ich den Rücken nicht krumm kriege und mich vor dem Buddha auch verbeugen kann? Dann fehlt noch, da ist noch ein bisschen was zurückgehalten. Im Zen gibt es den schönen Spruch, den Mast des Ego kappen, wenn man sich verbeugt. Fand ich sehr schön. Da ist die innere Einstellung noch nicht so richtig stark, ne? Und wenn ich diese innere Einstellung zeige, dann kriegt ihr ja auch noch einen Booster, eine Verstärkung. Und dann eine Überlegung, die mir noch gekommen ist, weil viele Leute mir gegenüber schon Angst geäußert haben, was ist denn, wenn ich mal sterbe und bin noch kein Strom eingetreten? Was garantiert mir denn, dass ich wieder in einem buddhistischen Umfeld geboren werde und weiter praktizieren kann, die Lehre? Was sage ich, ja, wenn du jetzt als Sambhavesi, als jemand, der Wiedergeburt sucht, einen Ort aufsuchst, wo Buddhismus praktiziert wird, wo gehst du da hin? Wo Leute da sitzen und sagen, ach, Buddha finde ich toll. Oder wo eine Buddha-Statue steht und die Leute sich davor verbeugen. Vielleicht kann so ein Wesen Gedanken lehren, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlicher ist es, dass eine äußerlich sichtbare Geschichte doch eher oder stärker wirkt in dem Zusammenhang. Der Grund vom Verbeugen ist jetzt nur eine Randbemerkung. Es gibt einen asiatischen Lehrer, der sagt, man soll also beim Verbeugen das als Methode der Körperachtsamkeit benutzen. Was natürlich für jemanden, der damit aufgewachsen ist, sich vom Buddha zu verbeugen, also in Thailand und in Burma und so weiter, da können die sich vom Buddha verbeugen, bevor die laufen können. Ja? Aber bei uns ist das nicht so. Und wenn wir dann hören, ja, es ist eine Achtsamkeitsübung, dann verpassen wir den springenden Punkt. Natürlich, Achtsamkeit als Ziel immer gut, oder alles, was wir tun, als Wecker zu nehmen, um uns in den Augenblick wieder zurückzuholen, immer gut. Aber der springende Punkt ist, dass wir eine innere Einstellung kultivieren, nämlich sehr großen Respekt vor Buddha Dhamma Sangha. Ja, das Fazit dieser Überlegungen hat Krutjan Don, der vor 2 Jahren hier war, sehr schön und ganz knapp gesagt. Er hat gesagt, Gai, Vaja, Jai, Trong. Körper, Geist und Sprache müssen an einem Strang ziehen, müssen übereinstimmen. Und das ist dann, wenn
wenn da wirklich Kraft hinter den Ritualen ist, wenn da Macht dahinter steckt. Wir hatten jetzt den Fall von einer echten Handlung, die zum Ritual wird, aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, wo ein Ritual zu etwas Echtem wird. Und das ist das wichtigste Ritual von allen, nämlich die Zufluchtnahme. Die Zufluchtnahme fängt an, Buddhang Saranang Gacchami, ist ein Ritual. Das sage ich im Satz, weiß noch gar nicht richtig, was der bedeutet. Aber das ist ein Ritual, das für die buddhistische Praxis unverzichtbar ist. Also wenn ich nicht zu Buddha Dhammasangha Zuflucht nehme, dann kann ich mich selber nicht Buddhist nennen. Und darauf beziehen sich auch die Verse, die ich am Eingang auf Pali rezitiert habe. Wollte ich mal den ganzen in deutscher Übersetzung vorlesen. Ach, viele suchen als Zuflucht heilige Berge und Haine, Tempel, Bäume, Pagoden gar, furchtbefangene Menschenschar. Das ist die sichere Zuflucht nicht und auch nicht die höchste Zuflucht. Wer solche Zuflucht aufgesucht, wird nicht von allem Leid befreit. Doch wer zum Buddha Zuflucht nimmt, zum Dhamma und zu Sangha auch, und wer mit richtigem Weisheitsblick die vier edlen Wahrheiten sieht, Leiden und die Leidentstehung, zum Überwinden allen Leids den edlen Pfad der Achtfacht ist, in dem kommt alles Leid zur Ruhe. Das ist die sichere Zuflucht wohl, und auch die höchste Zuflucht ist's. Wer solche Zuflucht aufgesucht, der wird von allem Leid befreit. Also etwas, was als Ritual anfängt und dann echt wird mit fortschreitender Praxis. Aber der erste Schritt ist, dass wir es als etwas tun, was auf das hinüberdeutet. Das, was wir noch nicht haben, was noch gar nicht erreichbar ist für uns. Und natürlich, wie ich sagte, man wird durch die Zufluchtnahme zum Buddhist, man wird dann Mitglied einer Gruppe, bei der es durchaus gewisse Vorteile hat, Mitglied zu sein. Eine Gruppe, die aus edlen spirituellen Freunden besteht. Eine Gruppe, in der es Edle gibt, Aryas, die also Dhamma verwirklicht haben oder bis zur vollen Befreiung praktiziert haben. Also es ist eine gute, befinden wir uns in guter Gesellschaft zumindest. So, zum Schluss wollte ich noch ein paar allgemeine, tiefere Dhamma-Überlegungen anstellen. Ich habe gesagt, Silabhata Paramasa ist die dritte Daseinsfessel. Das wird übersetzt als Anhaften an Regeln und Ritualen. Und es gibt Leute, die sich tief oder lange, nein nicht tief, sondern lange mit der Lehre beschäftigt haben, die der Meinung sind, wenn sie auf alles, was nach Ritual riecht, verzichten und davon Abstand nehmen, oder sogar das als negativ beurteilen, dann haben sie alle Rituale, Anhaftung an Rituale losgelassen. Und das ist natürlich ein völlig falsches Verständnis von dem, was eine Daseinsfessel ist. Eine Daseinsfessel ist etwas, was unserem Erleben zugrunde liegt. Das ist keine ethische Frage. Also Silabhata Paramasa habe ich übersetzt als Überschätzen von Angewohnheiten und Aufgaben. Und da habe ich keine Wahl drüber. Ich kann nicht sagen, heute hafte ich an Angewohnheiten und Pflichten an und morgen nicht, sondern das ist etwas, steht in Majjhima 2, was nur durch Sehen, durch Einsicht, durch Erkenntnis zu überwinden ist. Nämlich dann, wenn wir Strom eingetreten werden, dann haben wir diese Daseinsfessel nicht mehr. Und was sind denn diese Pflichten und Aufgaben? Das ist alles, was mit dem wir uns definieren. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten und Hans-Peter hat gesagt, unser ganzes Leben ist durchzogen von Ritualen, die jetzt nicht unbedingt religiöse Rituale sind. Ja. Alles, womit wir unsere Rolle definieren, als das, was wir sind oder glauben zu sein. Und diese Dinge überschätzen, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wenn ich diese Aufgaben gut erfülle, dann ist meine Existenz gerechtfertigt. Der deutsche Philosoph Nietzsche hat gesagt, der Mensch kann nicht ohne Aufgabe existieren. Das ist eine sehr, sehr tiefe Einsicht. Wir alle brauchen irgendeine Aufgabe, irgendwas, mit dem, womit wir zu tun haben, um uns zu definieren. Und wenn wir die Aufgabe gut erfüllen und selbst die Aufgabe, ein Loser zu sein, jemand, der nichts zu Wege bringt, ist auch eine Identifikation. Und wenn wir das gut machen, dann ist unsere Existenz gerechtfertigt. Diese Aufgaben, die Pflichten, Gewohnheiten, die können natürlich sich verändern auch. Nur wir dürfen uns nicht einbilden,
dass wir das per Beschluss überwinden können. Also die Anhaftung, das, womit wir uns an den Daseinskreislauf binden, ist etwas, was nicht über das Objekt zu überwinden ist. Also indem wir sagen, ich enthalte mich aller Pflichten, aller Rollenbilder, ist völlig unmöglich. Sondern was, es funktioniert nur, indem wir verstehen, wie das Subjekt und das Objekt, nämlich diese Pflichten und Aufgaben, miteinander in Beziehung stehen. Kürzlich war einer hier, der hat gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens? Was ist denn unsere Aufgabe? Es hat den Anschein, wenn wir so spirituell nachschauen, dass der Sinn des Lebens ist, den Sinn des Lebens zu suchen. Das ist genau dieselbe rekursive Struktur, dieses Trampeln im Kreis herum, was unser gesamtes Dasein durchzieht. Was diesen ganzen Kreislauf aus Unwissenheit, Begehren und Leiden ständig im Drehen hält. Der Sinn des Lebens ist, den Sinn des Lebens zu suchen. Und dann versuchen wir irgendwo, setzen wir eine Aufgabe rein, sagen wir, okay, jetzt haben wir einen Punkt, wo sich dieser Sinn, diese Suche festmachen kann. Und stellen fest, dass es alles zerrinnt, alles zwischen den Fingern. Wir haben nichts, worauf wir endgültig deuten können. Und der Weg des Buddha ist auch nicht, eine ewige Antwort, eine ewig gültige Antwort zu finden. Das ist der Weg anderer spiritueller Traditionen und Religionen. Sondern der Weg des Buddha ist, die Frage nicht mehr zu stellen. Zu erkennen, dass die Frage falsch gestellt ist, dass die Frage überflüssig ist. Was ist der Sinn des Lebens? Und der Weg dazu ist der achtfache Pfad. Aus aktuellem Anlass, eine der Rollen und Verhaltensmuster und Gewohnheiten, die bei Buddhisten populär ist, ist das Vegetariertum. Also ich möchte hiermit klarstellen, dass ich es für sehr gesund halte, vegetarisch zu essen, aber es kann unter Umständen sehr ungesund sein, Vegetarier zu sein. Ich hoffe, dass der kleine Unterschied rüberkommt. Weil nämlich Tanchita Palo hat einen Artikel geschrieben, wo ein fiktiver Dialog wiedergegeben ist von einem, der noch nie einem Mönch was gegeben hat und fragt, was kann ich dir denn geben? Und er sagt, ist egal, eine Leberkässemmel? Das wäre wunderbar. Das wäre wunderbar, bezieht sich natürlich auf die Großzügigkeit von einem Menschen, der uns nichts schuldet, der uns nicht kennt, der einfach inspiriert ist, uns was zu essen geben will. Das ist wunderbar. Es geht überhaupt nicht um die Leberkässemmel. Aber ja, es war zu erwarten, dass Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, rechtschaffene Vegetarier zu sein, darauf reagieren. Und sind auch schon Leserbriefe gekommen, die wir vorab von der Redaktion bekommen haben, haben mich zu einem Haiku inspiriert, den ich jetzt noch vorlesen möchte. Leberkässemmel. Invasion von der Vega. Schale zerbrochen. Raubtier im Herzen. Wunderbare Karotten. Blutbad am Holzweg. Ich habe gesagt, die Beziehung zwischen dem Hier und Dort ist zu erkennen. Zwischen Subjekt und Objekt. Und was ist das anders als ein Ritual? Ein Ritual ist ja auch eine Beziehung zwischen hier und dort. Chetana, Absicht, einer der Geistesfaktoren, der in jedem Erleben steckt, ist ein Verweisen von hier nach dort, ein Verweisen über sich hinaus. Wir hatten vor kurzem eine Singhalesin da als Gast, die hat eine ganz tiefe Frage gestellt, nämlich an Arahant, hat er noch Chetana? Und ich habe gesagt, Chetana in dem Sinne, dass das Wofür sein Tun ist, dass wenn er Hunger hat und isst was und dann wird er satt, dann isst er, um satt zu werden. Das hat er immer noch. Aber ein Wofür hat er nämlich nicht mehr. Nämlich, dass diese Handlung ist für mich. Und in dem Sinne betrachtet, ist unser gesamtes Erleben ein Ritual. Solange wir noch nicht Befreiung erlangt haben. Weil jedes Erleben, alles, was wir erleben, unsere Gedanken, Gefühle, Sinnesobjekte, alles deutet auf den Erlebenden hin.
Und so betrachtet ist unser gesamtes Erleben ein Ritual. Es ist für mich alles Sankaras, alle Gestaltungen. Und dann kann man natürlich im Sinne der vier edlen Wahrheiten sagen, naja, unser gesamtes Erleben ist ein Ritual. Ritual ist bedingt durch Begehren. Es gibt ein Aufhören von Ritual und es gibt den Weg, der zum Aufhören von Ritual führt, nämlich den achtfachen Pfad. Oder noch eine andere Sutta-Passage, wir benutzen Ritual, um Ritual zu überwinden. Und das ist das Ende von Ritual, das Ende von Gestaltungen, von Unwissenheit und von Leiden. Und das ist jetzt auch das Ende von meinem Vortrag.